Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind mit Basti, Panda. Wir mit Basti. Ja, die Zuschauer, ich sag das immer, wir sind bei Streets of... Jetzt mach das Video wieder weg. Hallo. Hallo. Bei Streets of Rage 2. Man sieht ganz unten schon stehen, das Spiel ist 1992 rausgekommen. 2002? Für die Sega. Oder entwickelt worden, wie auch immer. 2002, ja genau, richtig. Release-Datum war am 20. Dezember 1992. Warum kommt das Intro immer so schnell? Wie lustig. Weil 30 Sekunden um sind. Das haben wir auf jeden Fall, oder ich, ja, wir beide. Er war früher bei mir. Dann haben wir das mal auf Sega gespielt. Und das spielen wir gerade auch mit dem Sega-Emulator. Und ich kann euch gleich auch erzählen, warte, wir spielen einfach los, komm, starte. Nebenbei kann ich erzählen, für welche Plattform das so rausgekommen ist. Und zwar für die ganzen Sega Plattformen wie Mega Drive, GameStar, Master System. Dann kam das für die virtuelle Konsole, für Xbox Live Arcade. Jetzt muss ich mir hier einen auswählen. Es gibt 4 Charaktere, die man auswählen kann. Und nur eine Frau. Nur eine Frau. Aber, oh ja, die hat schon drauf, muss man ja sagen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ach komm, wir können euch ja auch im Laufe des Spiels mal so einige zeigen. Vielleicht auch echt? Alle. Manche sterben. Ja, stimmt. Ja, das Spielprinzip ist folgendes. Wir laufen hier durch die Straßen und müssen Leute verprügeln, die uns in den Weg kommen. Dann, dann, dann. Einfach richtig heftig. Und er ist der Fettklops hier, der sich einfach fast nicht bewegen kann, weil er so fett ist. Dann kann man natürlich Gegenstände zerstören. Dann kriegt man... Was kriegt man dadurch? Entweder Essen wieder Leben voll, ne? Leben voll oder Geld, ja. Was einem nichts bringt, das Geld. Außer ja, das Punkte. Geld ist für den Score halt da. Damit man in der Scoreliste am Ende weit oben stehen kann. Wir können uns übrigens auch gegenseitig kaputt hauen, ist aber nicht so von Vorteil. Denn irgendwann ist man halt weg. Man hat, glaube ich, wie viel Leben hat man? Da 3. Oben steht's. Neben der Lebensleiste. Pro Charakter. Und wir haben insgesamt alle Charaktere, ne? Echt? Ja. Ah ja, okay. Wir dürfen jeden Charakter einmal nutzen. Also insgesamt dürfen wir den jeden einmal nutzen. Ja. Ich kann jetzt nicht einnehmen, den er schon hatte, glaube ich. Okay. Und wir haben oben auch eine Zeit für jeden Bereich angegeben. Das sind 100 Sekunden, wie es aussieht. Und es gibt auch verschiedene Attacken. Also es gibt Attacken, die ziehen einem selber Leben ab, wenn man die ausführt. Und halt ganz normale Schläge, wie ich gerade die ganze Zeit einsetze. Sind das nicht nur 99 Sekunden? Nein, 100. Das Feld ist für eine 100 doch viel zu klein. Ja, aber die eine wird schon abgezogen, indem das von der Einzahl auf die 99 wechselt, weißt du? Das ist tricky. Oh. Also, komm, ich mache jetzt mal Gegenstände kaputt. Das Spiel ist auf jeden Fall wert, mal gezeigt zu werden, weil es einfach mega cool ist. Schon allein die Erinnerung an damals. Das kleine Kind. An 2002. Ja, 2002, ja. Da war ich ungefähr 4. Oh, ich hab ein Messer, Leute. Seht ihr das? Das kann man auch irgendwie werfen, glaube ich. Muss nicht. Kann man werfen? Muss nicht. Lass mich alle Gegner alleine töten, genau. Hä? Man kann auch irgendwie noch... Ich könnte doch mal so Breakdance machen. Oh, bam, 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 bam. Geht das? Bin ich doof? Hinter diesem Gegner, ne? Das machst du gut. Oh, jetzt, das war eine Attacke, die Leben. Die sonst sind eh beste. Ah, da, hast du gesehen? Oh, ey. Scheiße. Spezialattacken kosten uns Lebensenergie, ja. Dann sterben wir irgendwann. Hm. Ja, ist schon heftig, ne? Also dürfen wir nicht so oft einsetzen. Das ist auch eigentlich nur dafür gedacht, wenn man mal viele Gegner um sich herum hat, ne? Also. Oh. Dafür ist das denn da. Guck, jetzt habe ich meinen Goldsack aufgehebt. Hier. Aufgehebt, ja. Ich kann gut Deutsch. Gut Deutsch, ich kann. Bin nicht schlimm. Und BAM! Vor der Breakdancer auf Inlinern. Nein! Oder hieß die damals anders? Inliner? Inlineskater? Rollschuhe? Rollschuhe? Pass auf! Stich dich einfach ab! Mach dich einfach kaputt. Wollt du wieder aus? Die werden immer. Verpiss dich! Oh, Entschuldigung. Jetzt hat er kein Messer mehr. Wie gut das einfach aussieht, wenn er da durchs Bild rennt. Der ist unbesiegbar. Ja. Richtig gut. Ja, wie gesagt, das kam dann auch noch für die Xbox Live Arcade raus, für die PlayStation, für iOS sogar. Das wusste ich gar nicht. Und für Microsoft Windows. Als würdest du das irgendwo ablesen. Ja, lese ich auch ab. Klar, ich weiß das nicht alles aus dem Kopf raus. Ich habe ja zum Glück mehrere Monitore, dann geht das ganz easy und locker flockig von der Hand, ne? Komm her, hey, du willst das mal? Komm her, komm!
Das ist sogar ein Windows-Spiel. Hallo, das kam für Windows raus. Oder für Windows-Handys, weiß ich gar nicht. Da steht nur Microsoft Windows. Aber wenn es das für iOS gibt, boah, das muss ich mir, glaube ich, kaufen, ey. Schmusch mir kaufen, kann ich das unterwegs immer zocken. Auch wenn ich nie unterwegs bin, aber ich könnte es. Und jetzt kommen so kleine Zwischen-Boss-Gegner. Die sind dann ein bisschen stärker und haben bessere Fähigkeiten. Klar, jede Straße hat auch irgendwann ein Ende, ne? Da müssen dann auch stärkere Gegner kommen. Echt? Es ist übrigens nicht immer eine Straße, sondern ab und zu auch bei einem Restaurant oder so. Oh, hallo! Ich bring mein erstes Leben weg. Du Penner! Hä? Ich bin tot. Eigentlich wollte ich eine Special Attack einsetzen. So einer hier. Jetzt hat er kein Messer. Ah doch, er hat 1000 Messer. Er hat unendlich Messer. Ah. Und er hat rot. Bam. Danke. Bitte. Das ist nicht mal Brot, das ist Fleisch. Ja, das ist ein Huhn. Gut, dass du es genommen hast. Alter. Dieser Jake. Affe. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr alt genug seid, ob ihr das auch mal gespielt habt. Ja, ich meine, wenn man jung ist, hat man das einfach nicht kennengelernt, weißt du? Alt genug, um in die Kommentare zu schreiben. Ja, nee, um das Spiel zu kennen von damals und das auch gespielt zu haben, so meine ich das. Ist doch man kann noch jung sein und das Spiel kennen. Na, das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Wie soll man denn auch noch auf dieses Spiel kommen? Ich meine, okay, iOS und so, ja. Wenn man kein Geld hat in der Familie und nur die ganz alten Konsolen von früher hat, verstaubt auf dem Dachboden, dann kennt man nur sowas. Okay, sprichst du aus Erfahrung? Ja. Okay. Aber die alten Konsolen sind noch die besten. Muss man ja einfach sagen, ne? Nichts gegen die neuen Konsolen und Spiele, aber ich weiß nicht. Früher, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde da mehr Liebe drinstecken. Ey! Ups! Ja, und du holst dir noch den Apfel? Ja! Locker easy! Ey, wir müssen uns hier nicht gegenseitig töten. Ist ja schon klar, ne? Da liegt Geld. Komm, hol dir den Score. Ich mach hier einen Breakdance. Ups. Oh nein. Ein Breaking Dance. Ah, geh weg! Oh nein, er hat mich. Oh, ei, scheiße. Gleich kommt eine. Au, au, au! Eine Dude mit Peitsche. Freue ich mich schon drauf. Ey, verprügel mich doch nicht! Das ist einfach so Attacken sind, die kannst du nicht abbrechen. Bam, kopflos und bam! Da lobe ich mir die neuen Konsolen. Was? Da lobe ich mir die neuen Konsolen. Was? Das ist bei FIFA, kannst du einen Schuss abbrechen. Was? Liegt nicht. FIFA ist auch nicht sowas hier, ja? Gab's für die Sega eigentlich mal ein FIFA? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal nicht, ne? Dass sie diese Konsole irgendwie supportet haben. Mit ihren Spielchen. Geh weg! Hey. FIFA gibt's ja erst seit 95 oder so. Okay. Ja, okay. Also, es gab's auf dem Gameboy. Aha. Ja, Gameboy gab's doch schon lange, ne? Also, weiß ich, wann ist denn die Sega rausgekommen? Weiß ich gar nicht. Auf! Du machst mich tot! In your face! Bitch! Die ist tot! Oh, nee, doch nicht, sie hat noch eine Lebensweise. Ja, ist gut. Komm, bitteschön, mach du! Ich stelle mich hier als kleiner Schwarzer in den Hintergrund. Will ich einfach meinen halben Lebensbalken verlieren. Wegen meiner Attacke. Ich bin der Quotenschwarz. Elektropeitsche! Alter! Die killt jetzt einfach beide. Warte, nein! Wo ist sie? Da. Ja, du hast sie getötet. Ah, oh, gut. Erster Stage, glaube ich, geklärt, oder? Ah, oh, krass. Nee, immer noch nicht. Scheiße. Alter. Es geht einfach nicht vorbei. Kommt der komische Franzose. Oder was soll man das? Ach, scheiße, ich hätte das nicht sofort essen sollen. Oh, du Held, ey. Dumm. Ah, nein! Dieser Assi, ne? Fuck. Ja, Attacke auch noch daneben. Geh aus mir raus! Geh aus mir raus! Guck mal, er macht hier seine Mega-Attacken. Wie der einfach nicht in mich reingeht. Ey, du Lecker! Boah, krass. Okay, wie es aussieht, kann ich euch auf jeden Fall. Oh ja, ich habe ihn einmal getroffen. Gleich noch einen anderen Charakter vorstellen. Au! Ein bisschen. Müsst doch mal auf die Namen achten, die sind sehr kreativ. Ich heiße zum Beispiel Skate. Nein! Alter, mein letztes Leben. Wer mich überpackt. Alter! Man kommt einfach nicht an den ran, an den Typ. Ah, okay. Ja, hau drauf. Mach ihn kaputt. Ja, ich hab ihn besiegt!
Habt ihr den Zeitlupeneffekt gesehen, Leute? Geil. Wenn ihr euch vielleicht fragt, wie wir das gerade spielen, wir spielen das per Emulator und da gibt es auch so ein Netplay. Das heißt, man kann dann übers Netz, wenn man in einem Netz ist, zusammen spielen. Finde ich es ganz cool. Und ja, liebevoll halt. Bam. Ganz viel Money. Rich Nigger. Bam, bam. Oh, Goldbarren, ja, sind auch cool. Und noch ein Goldsack. Die liegen da immer mal so auf der Straße rum, so in San Francisco und so. Ja, eben. Oh, jetzt kommen die Motorräder. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass die uns nicht umfahren, weil das geht auch. Hier sind viel. Der Gegner heißt Zed. Auch ein geiler Name. Einfach nur Zed. Also, oh, Motorrad. Ja, Kollege, komm. Komm, mach's mal. Donovan. Ja, bitte. Also, ich finde, die Hintergrundmusik ist aber cool. Ah, ich hab dir vom Motorrad runtergeholt. Ja, beste. Ach, du auch? Okay. Was? Ich hab nichts getan. Ah, okay, doch nicht. Ah, er ist runtergesprungen. Freiwillig. Komm her. Oh nein, nein! Danke. Kein Problem. Nein! Nein! Was macht der denn? Ist der dumm? Ey. Oh, Storm ist tot. Okay. Boah. Alter. Die Motorräder. Echt so, ich dachte, die Motorräder fahren alleine los. Was? Donovan schon wieder. Ich glaube, der hat irgendwie Wiedergeburt oder sowas. Ja, genau. Aber gleichzeitig gegen Donovan kämpfen. Was ist das da? Oh, eine Granate. Fuck. Ach, ich hab. Ach, wenn man Level abschließt, kriegt man ein Leben dazu. Nein, wir haben doch eben eins eingesammelt, oder nicht? Ach, eins eingesammelt, okay. Weißt du aber nicht. Vielleicht doch nicht. Oh! Ich bleib natürlich direkt in der Explosion liegen, weil ist kein Problem für mich. Oh, Tempest. Mach ich fertig. Natürlich hoffe ich auch, dass das mit der Lautstärke des Spiels und so passt. Wenn nicht, Pech. Wir haben das Spiel nämlich schon auf 2% gestellt von der Windows-Lautstärke her. Und es ist trotzdem noch mega laut. Weiß auch nicht. Das Spiel ist einfach mega laut. Wie Minecraft. Und im Emulator kann man es nicht umstellen. Wow! Da kannst du nur die Soundqualität einstellen, aber nicht die Lautstärke. Upp. Oh, ich hab ein Rohr! Bam! Das Rohr und die Schwerter sind die coolsten Waffen überhaupt, weil du damit so eine Reichweite hast. Das ist unglaublich. Unfassbar. Der haut dich, der haut dich, der ist böse, der Mann. Ja, das Geld nehme ich. Gut gemacht. In den LKW rein. Der ist riesig, ja, der LKW. Wir feiern die drin. Ach, hier wird am Ende des Raumes eine komische Musik ertönen. Weil die dann irgendwie abspackt. Aber hier sind wieder diese asiatischen Ninja-Indianer. Ja. Es ist so schwer mit den Ebenen. Man hat hier diese Ebene, wo man hoch und runter laufen kann. Und dann das einzuschätzen, ob man auf der richtigen ist, um die Gegner zu treffen. Na, ist nicht so einfach. Hey! Sag mal. Oh, kein Leben, ja? Ich nehme mich einfach mal BBB. Ja, und jetzt? So wie Baby. Warum kann ich keinen neuen auswählen? Ah, doch, da. Ich hab nur was geht. Ja, weil du den ausgewählt hast, jetzt nach links oder rechts drücken müssen. Verdammt. Das ging mir alles viel zu schnell. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt auf der nächsten Brücke. Oh. Oh, ich habe Kopfnuss gemacht, geil. Finde ich cool. Muss man auch mal gemacht haben, auf jeden Fall. Bam! In die. Ah ja. Hä? Was mache ich für komische Attacken auf einmal? Auf einmal keine ganz andere. Läuft bei mir, oder? Und man fliegt ja da durch die Gegend und so. Naja, springen kann man auch, ja? Ganz cool. Ja. Haben wir noch gar nicht gemacht, so. Großartig. Oh, weiter geht's. Oh. Ey. Entschuldigung. So kann ich andere Attacken machen. Ah, okay. Jetzt seht ihr auch mal Abwechslung bei mir. Er ist gut. Wie er einfach ausrastet. Nein, ey, hallo! Mann! Lass mich doch mal in Ruhe hier.
Oh, Essen. Nein. Was ist das denn? Da ist das, guck mal. Erstmal an die hoch. Das ist das Pipi-Hotel. Oh nein, nicht der. Jo, Pipi. Ist nicht lustig. Ach scheiße, der ist doch schwer zu besiegen. Ja, ich stehe zwischen drei Leuten. Ich hab mich schon wieder fast umgebracht. Ah, wenn man den einfach mega treffen muss mit einer Spezialattacke so. Ich saß auf ihm drauf. Auf, lass mich in Ruhe. Nein, scheiße, zu spät. Ja, komm. Select Player. Ich nehme jetzt Axel. Oder Axel. Hayuken. Wäre geil. Wir müssen Street Fighter spielen, oder jetzt? Aber es ist zu langweilig, weil es einfach nur kämpfen ist. Ja, und das hier? Auch. Aber das ist ja lustig, weil es so alt ist. Ja, okay, stimmt. Als einfach nur Player versus Player. Zum Beispiel Pipi-Hotels und so. Bam. Ich hab ihn einfach gepackt, den Typ. Tschüss. Ja, mich auch. Ja, boah, schon besiegt, lol. Oh, er heißt Jet, wie einfallsreich. Ja, weil er einen Jet auf dem Rücken hat. Jetpack. Okay, okay. Points, wer hat mehr Points? Oh, wir haben fast gleich viele. Krass. Ich sammle das ganze Gold ein und du machst den Gegner kaputt. Läuft. Was für Brustkorb meiner hat, wie schnell er boxen kann. Ja. Kante halt, ne? Und da läuft sie, ein Mädchen. So, ein Street Fighter. Die Fresse. Du weißt gar nicht, wie ich laufe. Adi. Ja? Danke. Gerade einen Apfel gegessen, dann werde ich wieder geschlagen. Und wenn man über einem rohen Messer steht und dann einfach schlagen will, passiert einfach nichts. Alter! Lass mich voll durch. Ha, ich euch aber auch. Boah, das ist die Überattacke, hast du gesehen, wie schnell er schlägt? Nee. Habe ich leider jetzt nicht mitbekommen. Tut mir sorry leid, ich bin bei euch gespannt, wie weit wir kommen. Ich guck's an. Oh, das ist ja auch cool. Das hier, Ja. Rastet aus. Boah, er schlägt allgemein ziemlich schnell, ne? Ja, ich sehe ihn. Ist ein Boxer, ist das? Ich Boxer ist Axel. Axel. Typischer Name. Bam, bam. In your face, bitch. Oh, Marvin ist ziemlich stark. Aber du machst ihn kaputt. Finde ich gut. Da an der Wand auch wunderbar. Was ist das hier unten eigentlich? Da sind auch Spielautomaten? Das ist rot, gelb, blau? Hier unten? Sieht, man weiß es nicht. Sieht lustig aus. Und da die Plakate an der Wand auch wunderbar. Vielleicht können wir die ansprechen. Vielleicht kriegen wir dann ein Secret oder so. Nein. Oh, jetzt kommen wir bei den Pirates rein, ey. Pirates. Oh, ich hab mein Leben verloren. Du machst das. Ich geh schon mal rein, ne? Tschüss. Ich kann da nicht rein! Komm, ein bisschen hier. Ich kann gar nicht an mich ran. Komm, ein bisschen hin. Dann kommt der. Der Halunke. Wie schnell er rennen kann. Wie der einfach aussieht. Was hat er gesagt? Halunken. Sensapa. Oder Nappa. Ja, oder Nappa. Oh, Nappa! G-Signal hieß der. Achso, zweimal nach vorne und dann schlagen, dann macht er das. Nein, er schon wieder. Nein. Richtig nicht, komm her. Seinem eigenen Messer getötet. Ja, so muss das sein, oder? Ich meine, hallo? Ach, Gott. Stech mich halt ab. Bam! Wie weit die mal wegfliegen? Donovan! Von so einer einfachen Donovan? Faust. Wo ist Donovan? Da ist Donovan! Nach das Signal! Oh, das war dumm. Lass mich in der Ruhe. Kann ich irgendwie schneller fahren oder so? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich so sprinten konnte. Zweimal nach vorne oder so? Boah. Flieg halt auf mir drauf. Bam!
Okay, muss er nämlich. Nein, Schwester konnte ich nicht mehr nehmen. Schade. Oho. Es gibt auch sehr, sehr seltsame Gegner bei diesem Spiel. Also das werdet ihr auch noch sehen, wenn wir so weit kommen. Echt? Ja, zum Beispiel dieser eine Kopf, der immer hin und her schwankt. Wieso höre ich mich eigentlich selbst? Weiß ich nicht. Vielleicht sind meine Kopfhörer so laut gestellt, aber eigentlich nicht. Müsstest du Ingame-Musik auch hören. Doppelt. Das kann ich ja nicht beurteilen, weil es gleichzeitig läuft. Ja, genau. Ohne Delay. Komplett. Ey. Alter, Kollege. Bam! Oh, jetzt geht's los. Die Musik geht aus. Jetzt sind wir auf dem Schiff. Verdammte Axt. Halt mich fest, wie eine Frau. Ist wie Titanic. Müssen wir gleich am Ende des Schiffes machen. Das nächste Apfel kriege ich. Und das Gleis. Dafür nicht mehr. Oh, ein Ob. Gut, ich bin gerade gestorben. Ich hab nur 5 Leben. Adam. Voll ein Ninja. Ja. Schwert. Ja, was denn jetzt? Jetzt. Ah, wenn da zwei Sachen liegen, ich hasse es. Dann denke ich mir mal, ja komm, entscheide ich doch. Usanak 1. Alter. Nimm mir doch nicht mein Schwert weg. Ich war so unsterblich. Ups. Wenn sich hier einfach automatisch überschlagen muss. Ups. Oh, ich höre wieder Musik aus. Was kommt jetzt? Kann man einfach nicht gewinnen. Man kann einfach nicht gewinnen. Ja. Ach, wieder an der Straße, okay. Da ist wieder ein Penner. Das Stadion, oh. Ein Penner, der pennt. Oh. Ja. Viele. Alter. Alle Endgegner auf einem Haufen hier. Dann haben wir wohl doch jetzt gleich die Stage 1 geklärt. Hör mal auf. Schön mal. Apfel. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Guck mal, der Mund. Oh, ich wollte gerade meine Sprungattacke machen. Diese hier. Wow! Da haust du ihn gerade weg, ne? Du Arsch. So, jetzt sind wir in dem komischen Zahn. Die Dinger einmal hauen und weg. Boah. Wie gesagt, weg. Nicht schlimm, ich habe wenigstens fast volle Energie jetzt. Komm. Das hier ist, muss man ja echt schon sagen, ein sehr mysteriöses Level. Ey. Ja, sorry, wenn du mein Schwert läufst, ne? Aber was soll ich da machen? Ja? Money, money, money. Kiri, kiri, kiri. Sensapal! Bam! Was labert der denn da immer? Alter, lass mich los, mein Schwert! Ich muss es aufheben. Ups. Ja, nimm du's. Braucht das auch, ich als Boxer. Es wird auch immer wunderbar die Richtung angezeigt, weil. Oh, nimm ich. Du hast mich genommen. Ah ja! Alter! Er macht hier voll die Kombos, der Typ. DJ Signal. Ich glaube, ich sollte mehr springen. Genau über meine Faust gesprungen. Lass mich doch in Ruhe! Küss mich, küss mich! Ich hab dich einfach in den Vordergrund gestellt. Es läuft. Guck mal die Attacke, wie die aussieht. Wie behindert das aussieht. Ups. Ja, läuft. Bam, bam, bam! Okay, weiter. Apfel. Danke. Statt den Apfel krieg ich ein paar Schläge. Das ist der Gegner, den ich meinte. Sehr seltsam, was soll das sein? Au. Immer noch, ich sag immer noch, das ist der Kopf von Diablo. Und wie man einfach immer sofort einen Schlag kriegt, obwohl er sich gar nicht. Obwohl er nichts macht. Ja. Muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Ups. Hey, ich hatte ihn noch. Ja, jetzt ist es aber gut, jetzt können wir den hin und her schlagen. Och, schon besiegt, lol, das ging aber schnell. Na Hammer, ne? Ich glaube, wir sind einfach in der Übung. Wir sind einfach. Jetzt sieht das aus wie so eine Vagina. Was? Ey. Ich bin tot. Oh nein. Wollte gerade davon anfangen. Alter, du hast doch 4 Leben. Ja, rastet einfach aus. Alter, dieser Ninja. Und da kommt noch einer.
Okay, der. Oh, ich brauch schnell ein Brot. Und ich bin tot. Er braucht ein Brot und ich bin tot. Einen darf ich mir noch auswählen. Ich nehme jetzt die Frau. Oh! Die Gegner mag ich ja eigentlich gar nicht. Dann lassen wir das Fleisch mal da liegen, ne? Nein! Nein! Was ist das denn? Ich dachte, wir lassen dich liegen. Ich brauch das. Guck mir, guck dir mal an, ey. Aus, ey, wie Struffelpeter. Ja. Komm, ich mach den eben da alleine. Okay. Mach mal. Ey, der kann das blocken. Der ist voll über Pro. Ich trete einfach deine Faust. Komm, eine Ebene höher. Komm, dann kriegst du aufs Maul. Der ist ja voll scheiße. Den habe ich noch nie gesehen. Nicht? Wir haben ihn besiegt. Er ist vernichtet, der Bastard. Samsa! Ach, Stage 3 schon? Okay, mitbekommen. Krass, sind wir gut. Der läuft. Wie du einfach nicht stirbst, du Arsch. Ich bin unbesiegbar. Ja, ja, ja. Ich muss aber daher alleine zu Ende spielen. Ach, da, hier waren wir doch schon mal. Wir haben das schon mal vor ein paar Monaten gezockt oder so. Ausprobiert, wie das so funktioniert. Gestern. Nein, nicht gestern. Lügt doch nicht. Er lügt euch an. Er will euch einfach anlügen, der Arsch. Das Spiel hat übrigens noch irgendwie andere Titel gehabt. Weiß aber nicht wieso. Wow. Jetzt kommt die Messerstecher wieder. Der zweite auch noch. Bam. Ins Maul. Bam. Hab sie beide entwaffnet. Und ich hab sie beide kaputt gefickt. Bam. Bam. Messerstecherei hier. Also ziemlich gewaltfördernd. Also wenn ich bald Amok laufe, dann nicht wundern. Da, was da steht, was da steht. Wir müssen immer auf die Schilder und so achten, ne? Immer auf die Schilder achten. It's like boo. 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 Du, der Baseball. Bam. Boah, Alter, den hab ich auf den Boden geschmettert, ey. Heftig. Wenn der keine Kopfschmerzen hat jetzt, dann weiß ich auch nicht. Und, yo. Einfach mal direkt in die Fresse. Kollege, anders habt ihr es nicht verdient hier. Bam. Bam. Mir gefällt mein Charakter, den hatte ich noch nie. Bam! Echt? Der ist besser als der Große. Ja, der ist auch beweglicher, ne? Logischerweise. Boah, den zerfickt er jetzt. Oh, Mann. Mann, derbe, Alter. Yeah. Derbe. Ja, ja. Ach, ja. Ach, jetzt kommt die Fettsäcke. Gleich. Sowas sagt man nicht. Ja, es ist aber lustig. Und wenn was lustig ist, dann darf man das sagen. Alter. Ja, nö, ist klar. Wirf dich einfach sterbe. Du musst einfach überleben. Ja, einfach so. Hast recht, hast recht. Das wusste ich vorher nicht. Also, diesen Tipp, den habe ich echt gebraucht. Oh. Bam! Hä? Alter, fick dich! Ich bin tot. Ah, konnte das passieren? Gut, dass wenn du wieder ins Leben kommst, dass einfach alle Gegner umkippen. Alter, warum auf mich drauf? Ich will auch noch überleben hier. Ich arme Frau. Das gibt es doch gar nicht. Ich muss mich weinen. Lalala. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Also für damalige Verhältnisse, also ich find's mega. Mega gut. Macht einfach irgendwie voll viel Spaß. Und dich mach ich auch noch kaputt. Bam. Martin ist tot. Tut mir leid, aber Martin. Jetzt kommen die, glaube ich, oder? Wehe. Ich wollte schon sagen, wehe, du schlägst jetzt. Ein Schlag von dir und ich bin tot oder so. Mit der, ja. Mit der Stange. Kannst du ausprobieren? Nein. Oh. Ja, deine Arbeit. Klasse, Frauen. Dann verprügel sie. So gehört sich. Batz! Beide einfach durch. Beide. Wenn der Hühnchen ist, dann nehme ich. Okay, den Apfel nehme ich. Apfel gehört mir. Nein, mir. Ha. Ey! Er verprügelt mich einfach direkt. Boah. Ein Apfel. Ah!
Dann macht er mich extra fertig. Ja, doch auf jetzt! Da sind sie, da sind sie! Ich bin vorher. Die sind lustig, Big Ben. Oh Gott, er rastet. Ja, musst du immer ausweichen. Fast tot. Dafür gibt es ja die verschiedenen Ebenen, um hoch und runter zu laufen, um auszuweichen. Bin aber tot. Oh fuck, er hat mich geklatscht. Bats in die Fresse. Er hat irgendwie gar keine Energie, oder? Oder ist das der zweite Streit? Oder? Bam. Geh zu dem Rechten, zu deinem Dicken. Ja, ist tot. Oh. Ja, danke. Ich bin nur fast tot, aber okay. Ich bin tot. Ist er tot? Nein, der ist einfach weggeaucht. Oh, da ist er wieder. Ich mach den jetzt kaputt. Der läuft jetzt nur noch durch. Jetzt kannst du es doch! Guck mal, wie viel dein Schlag abzieht. Okay, er kommt. Ja, und? Er ist tot. Wunderbar, jetzt geht's. Boah, wohin geht's jetzt? Nach unten, oder? Ah, ja, nach unten. Nach unten, da kommen jetzt diese 600 Viecher wieder. Oh nein. Oh nein. Hier werden wir bestimmt wieder drauf gehen. Bestimmt ist es nach diesem Dings eigentlich zu Ende, das Spiel. Aber das schaffen wir einfach nicht. Oder waren wir schon mal weiter als diese Passage? Weiß ich nicht. Ist bestimmt danach zu Ende. Spiel durchgespielt oder so. Oha. Ayuken! Und früher hat das einfach 22 Monate gedauert, das Spiel durchzuspielen. Tja. Guck mal nicht um die beiden. Oh, ist nur einer. Ja. Hakuyo. Jetzt kommen die weißen Schwarzen. Die schwarz sein wollen. Aber nicht können. Warum auch immer. Ja, ich sollte echt mal öfter springen. Jetzt ein bisschen Lebensenergie. Jetzt Lebensenergie. Oh. Jetzt ist es gefährlich hier. Ach, komm. Tritt mich doch aus der Luft. Wie nett von dir. Nein! Nein! Ey! Ja, nutzt mich aus. Du hast mir an der Brüste gefasst. Hast du das gesehen? Du Schwein. Das sind keine Brüste. Guck das mal an. Das sind Brüste, eindeutig. Ha. Flachland. Gar nicht. Ich finde das reicht. Alles unter 80G ist Flachland. Ah, okay. 80G auch noch. Oh. Boah, nein. Alter, ja, ja! Danke. Du bleibst am besten rechts, ich bleib links. Du musst dich gegenseitig schlagen. Sei denn, ich flieg aus Versehen rüber. Alter. Ich wollte links bleiben, hab ich gesagt. Wir schaffen es wieder nicht, oder? Oh, ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Ja, komm, hau ihn kaputt. Ja, komm. Nein. Ich bin fast tot. Es gibt einfach nichts zu essen hier. Geht einfach, nein. Es halt an. Ja. Leben dazu, bitte. Oh nein. Oben in den Kisten sind Leben. Weiß ich jetzt schon. Oh nein, ich brauch's jetzt Hühnchen. Ah, ich bin tot. Nein! Ach, da bist du ja wieder. Nein! Ah, jetzt hat das Hühnchen eingesammelt. Super, hat sich gelohnt. Was denn? Voll die Strahlenattacke. Ja, ja, klar. Ich kann Kamehameha und sowas. Final Flash, ist hier cooler. Aber was ist mit ihm? Weiß ich nicht. Der ist der Abadöde. Alter, ich kann nichts gegen ihn machen. Ich kann nichts gegen ihn machen. Alter! Alter! Ich glaube, gegen den helfen nur Special Attacks oder so. Alter, achso, der hat noch einen Stern. Der hat noch mehr Lebensenergie. Das ist der Endgegner. Müssen wir hinkriegen. Nein! Alter, bitte schick mich. Alter! Ja, bin tot. Ja, ich bin Game Over. Ja, ja, das schaffst du. Ein bisschen noch. Und dann wahrscheinlich noch einen. Dann noch zwei Streifen. Das schaffst du. Schreib jetzt in die Kommentare, ob er es schafft. Sein letztes Leben. Das schaffe ich nie. Ich lauf weg. Nein. Ah, verdammt. Okay. Wo bin ich?
Ich bin ganz da, oben. Fünfter Platz. Yay! Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Krasser Typ. Du. Ja, weil du mit dem Penner so lange durchgehalten hast. Nein, ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn ihr nochmal das Session sehen wollt, ich würde es auf jeden Fall nochmal gerne spielen. Warum nicht? Ja, lass eine Bewertung da und ich übergebe an dich. Hast du noch was zu sagen? Nein. War klar. Und tschüss.